herzlich willkommen zu den Sonntagsgedanken. Es ist endlich wieder Zeit für eine Aufnahme. Ich bin so ein bisschen hinterher, weil die Weihnachtstage ja näher rücken. Es wird natürlich auch eine Folge geben, in der ich über gute Geschenke rede. Das ist, glaube ich, jedes Jahr so ein bisschen ein Highlight. Also für Leute, die vielleicht den Podcast auf anderen Plattformen hören. Ich mache jedes Jahr einen Stream, in dem ich so ein bisschen nette Geschenkideen so unter 10 Euro, unter 20 Euro und vielleicht so bis 50 Euro vorstelle. Wenn das interessant ist, sehr gerne mal reinschauen. Ich werde aber irgendwann auch hier mal über Geschenke, anderen was schenken reden, was mir sehr viel Freude macht, aber ist ja nicht bei allen Menschen so. Jetzt geht es aber viel interessanter um die Stimme in eurem Kopf, beziehungsweise die Stimme in meinem Kopf, denn ich habe mir für dieses Video überlegt, dass ich sehr, sehr gerne mal reden würde über, ja, ich habe es den Kritiker in meinem Kopf genannt. Ich glaube, und das ist vielleicht so mal die Einleitung, die meisten von uns kennen wahrscheinlich die kritische Stimme, die wir gerne in unserem Kopf hören. Die imaginäre Person ist auch schon die erste Frage, ob das bei euch eine Person ist, ob das bei euch losgelöst davon ist, ob ihr das selber seid. Aber den Menschen oder die Stimme, die uns sagt, du hast heute nicht genug getan, du hast morgen zu wenig zu tun, du hast gestern zu viel gemacht. Die Kritikerin, die uns alle manchmal so ein bisschen plagt. Und ich glaube, und das ist der erste sinnvolle Punkt, wenn es darum geht zu erklären, wie dieses Video überhaupt zustande kommt. Ich habe angefangen, mich zu fragen, ob das bei allen Menschen ähnlich ist. Denn in meinem Kopf ist diese Stimme meistens tatsächlich so ein Sammelsurium aus imaginären Fremden. Und ich glaube schon, dass das in einem gewissen Maße was mit meinem Job zu tun hat. Ne? Es ist jetzt überhaupt nicht ein toxisches Level und keine Sorge. Ich habe natürlich auch auf gesunde Art das mal in der Therapie besprochen und mal mit jemandem, der das noch besser versteht, einfach um das besser einordnen zu können. Insgesamt was, das ich vielen Leuten empfehle, immer dann, wenn Leidensdruck entsteht aus den eigenen Gedanken, sollte man sich überlegen, ob man nicht mal mit jemandem darüber sprechen möchte, der ihm helfen kann, das besser einzuordnen. Jedenfalls ist in meinem Kopf diese kritische Stimme ganz oft imaginär jemand, den ich nicht kenne. Denn über mein Leben, als Teil meiner Arbeit, ist es ja völlig normal, dass ich mit sehr, sehr viel Feedback konfrontiert bin. Im Internet einfach. Ne? Ich kriege ganz, ganz viel gespiegelt, wie Dinge so waren, wie Dinge nicht so sind. Von Dingen, wo ich es legitim finde, über eben, wie ist meine Arbeit ausgefallen, wie war meine Arbeit als Spielleiter, ist wahrscheinlich so das, was die meisten so kennen, wie bin ich als Streamer, wie habe ich irgendwas moderiert, wie gut ist irgendwas geschrieben, wie gut ist ein Videospiel, an dem ich gearbeitet habe und. Aber natürlich auch bis hin zu Punkten, die eigentlich nicht relevant sein sollten. So, was sind, wenn es um meine Lebensentscheidungen geht? Wie qualifiziert bin ich, meine Meinung zu irgendwas zu sagen? Wie sehe ich aus? Wie gefällt irgendjemandem, wie ich mich so gebe? Welche Entscheidung, also wie war es mir, neue Zähne machen zu lassen? Bis hin zu, wie ich atme. Also ich hatte eine Kritik, in denen Leute sich darüber beschwert haben, wie ich atme. Und ich glaube, es ist super interessant, wenn ich mich dann hinsetze und betrachte, was sagt die Stimme in meinem Kopf eigentlich? Und das ist so ein bisschen losgelöst voneinander bei mir. Also in meinem Alltag bin die kritische Stimme ich selbst. Wenn ich faul war, dann denke ich, oh Mann, hätte es mal mehr gemacht. Wenn ich nicht genug trainiert habe, wenn ich dies nicht gemacht habe, wenn ich das nicht gemacht habe. Und sobald das in meinen beruflichen Kontext rutscht, ist die Stimme jemand, den ich noch nie getroffen habe. Irgendein imaginärer Nutzer von irgendeinem Forum, irgendeine Social-Media-Plattform oder irgendwas, dem ich so Worte in den Mund lege, die mich dann treffen. Und meistens bevor ich irgendwas tue. Also wenn ich Entscheidungen treffe, dann muss ich mich manchmal daran erinnern, dass es wichtiger ist, dass ich erstmal für mich einordne, wie mir irgendwas gefällt oder wie mir irgendwas nicht gefällt, bevor ich diese kritischen Stimmen sofort zu Wort kommen lasse, die sagen, ja, aber wenn du das machst, wirst du dir sowas anhören müssen. Und ich erkenne ganz oft bei meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen im Feld der Content Creation, dass sie das in Videos sogar aktiv so nutzen. Also, dass sie sowas sagen wie, ja, und jetzt werden wieder Leute sagen das. Und ich habe immer so das Gefühl, ist das eine legitime Art oder ist das eine zielführende Art, einen Diskurs zu führen? Und das passiert mir auch manchmal. Ich glaube, das habe ich garantiert in einem dieser Podcast-Videos schon mal getan. Aber es ist super interessant, das zu betrachten, dass das eben privat und professionell so voneinander losgelöst sind. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, woran, also was ist dann interessant daran, wie diese Stimmen sich äußern und was die eigentlich sagen. Und das erste ist, glaube ich, so die Themen. Und
Ich glaube, dass bei jedem von uns es verschiedene Themen gibt, für die wir uns selbst in der Kritik sehen und dass es Überschneidungen gibt dafür, wo wir vermeintlich die Kritik von anderen dann sehen. Dazu kommen wir aber später nochmal, wie man das am besten einordnet wahrscheinlich und Co. Jedenfalls habe ich darüber nachgedacht, was sind das eigentlich für Themen? Und ich habe bemerkt, in meinem beruflichen Kontext sind das sehr oft Themen, die ich selber gar nicht wirklich zwangsläufig als so relevant sehen würde, also bei denen ich mich nicht hinsetzen würde und dediziert die Kritik, glaube ich, so für valide halte oder anderen gegenüber diese Kritik anbringen würde. Und das ist, glaube ich, auch schon die einzige Überschneidung mit meiner privaten Kritikerstimme. Denn bei beiden ist es so, dass ich sehr oft Kritik gegen mich ausspreche, bei der ich denke, wenn andere das sagen würden, über Freunde von mir zum Beispiel, würde ich sagen, naja, ob das jetzt so eine legitime Kritik ist. Und auch ich selber, wenn ich drüber nachdenke, finde viel dieser Kritik gar nicht so richtig legitim. Aber, und da kommt der nächste spannende Punkt, was sind die Angriffspunkte? Denn da kommt, glaube ich, der Punkt, an dem viele so ein bisschen relaten können. Natürlich sind viele dieser Kritikpunkte Dinge, zu denen ich Unsicherheiten habe. Ne? Also Dinge, die mich einfach verunsichern. In der Zeit, als ich zum Beispiel mit meinem Aussehen unzufrieden war, haben mich natürlich Kommentare über mein Aussehen potenziell mehr getroffen. So, um mal ein simples Beispiel zu nehmen, mit dem ich heute jetzt nicht so zu knabbern habe. Natürlich habe ich, wenn ich zum Beispiel eine Sendung abgeschlossen habe und ich hatte das Gefühl, hier und da waren Längen, gucke ich dann gezielt nach Kommentaren oder Kritik, die das potenziell dann bestätigt. Und das ist ja auch schon interessant. Ich habe diese Kritik an mir selbst ausgesprochen und suche dann nach Validierung dieser Kritik in der Realität, anstatt mich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, nämlich konstruktiv oder destruktiv. Und ich glaube, die Kritikerstimme in meinem Kopf kann sehr, sehr konstruktiv sein, wenn ich in der Lage bin, es richtig einzuordnen. Die kann aber auch sehr, sehr destruktiv sein, wenn die einfach nur Kritiker ist. Wenn ich aus irgendeiner Live-Sendung mit dem einzigen Bauchgefühl rausgehe, ja, war nicht so gut, wie ich gewollt hätte, aber das nicht konstruktiv betrachte, warum nicht, was hätte ich daran besser machen können, was ist hieran mich irgendwie so, wie es sein sollte, dann hilft mir das ja überhaupt nichts. Und wenn ich morgens aufstehe und ich mache mir einen Kaffee und setze mich auf die Couch und gucke ich erstmal irgendwie eine Stunde Videos oder so, das ist so eins meiner Laster, morgens irgendwie den Morgen zu lange, so zu trantütig vielleicht so ein bisschen anzugehen manchmal, und dann fühle ich mich dabei einfach nur schuldig, dann hilft mir das ja nicht. Anstatt mich hinzusetzen und darüber nachzudenken, ist das vielleicht was Wichtiges und Valides, das gerade passiert, nämlich zum Beispiel eine Stimme in meinem Kopf, um mal auf den letzten Podcast zurückzugreifen, die mir sagt, hey, Hauke, vielleicht bist du gerade einfach ein bisschen überlastet, hast zu viel gemacht, vielleicht ist dies zu viel, das zu wenig, sondern ich fühle mich einfach nur schuldig. Und da kommt die wichtigste Frage, und das wird, glaube ich, jetzt so der längste Teil dieses Videos, nämlich die Einordnung. Denn das war alles jetzt Intro. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle haben vielleicht nicht die Trennung. Das ist so ein bisschen eine Frage an euch, habe ich ja am Anfang auch gesagt. Habt ihr eine Trennung solcher Stimmen von, hey, das ist mein beruflicher Kontext und das bin ich selbst, also privates Umfeld, oder ist das bei euch verschmolzen? Hört ihr irgendjemanden, den ihr kennt? Ist das vielleicht so dominant bei euch, dass es jemanden in eurem Leben gibt, der euch so viel kritisiert, dass quasi das die Stimme ist, die ihr in eurem Kopf hört? Das wäre für mich super interessant. Denn die wichtigste Frage ist ja, hilft mir das irgendwie? Und kann ich einordnen, was hier eigentlich passiert? Und ich glaube, und da möchte ich mit anfangen, eine der wichtigsten Sachen, die ich so gelernt habe, wenn es um das eigene Verhalten geht, wenn es um eigene Denkweisen geht, ist das sehr, sehr simple Bild. Und ich glaube, das kommt ursprünglich aus dem Buddhismus, aber vielleicht ist das auch Quatsch und eher so ein Internetding. Eines Waldes. Stell dir dein emotionales Umfeld, deinen Kopf mal als Wald vor. So, und überall in dem Wald sind verschiedene Dinge. Es gibt Bäume, es gibt Steine, es gibt Bäche, es gibt irgendwas. Völlig egal. Und immer wenn du durch diesen Wald gehst, trampelst du ja einen Pfad frei. Manchmal schlägst du den Pfad auch frei. Das ist meistens Therapie. Darum ist es so unangenehm, weil das so harte Arbeit ist und ein bisschen wehtun kann. So, wenn man sich in Bereiche dieses Waldes traut, in denen man lange nicht war oder die einem gar nicht bewusst waren, dass es die gibt. Jedenfalls, im normalen Alltag gehen wir quasi, etablieren wir für uns Wege, mit denen wir besonders komfortabel klarkommen. Mal was gut, um es gut zu sagen, für mich ist kreatives Denken und zwischenmenschlicher Kontakt sind Dinge, in denen ich gut bin. Wenn ich also auf Probleme stoße, dann werde ich meistens sofort den Pfad einschlagen in meinem Wald, sozusagen. Ne? Ich gehe halt dann da runter, wo kreatives Denken ist und wo soziales Miteinander ist, weil ich darin gut bin und mich damit sicher fühle. Das Problem ist,
dass diese Pfade natürlich auch negativ werden können. Ne? Und ich witzel da immer so drüber. Ich glaube, eine der schönsten Kunstformen, die wir Deutschen so für uns entdeckt haben, ist das Meckern. Also es ist halt unglaublich, wie gut wir darin sind und wie künstlerisch unser Gehirn, also wie gut unser Gehirn darin ist, an allem das Negative zu finden. Schönes Beispiel, das ein Kumpel von mir neulich gebracht hat, ist, wenn du uns Deutschen erzählst, dass draußen jetzt so schön die Blumen blühen, werden wir wahrscheinlich Allergien erwähnen. So. Und das ist ja was, da haben wir in unserem Wald einfach einen Pfad freigeschlagen. Ne? Meckern, negatives Denken, Kritik, das ist was, an das wir uns gewöhnt haben. Und das tun wir ja, also so ein bisschen Konditionierung in doof gesagt. Ne? Ist sehr versimpelt dargestellt, absolut. Und ne, so simpel kann man natürlich seinen eigenen Kopf nicht sehen, aber es ist ein schönes Bild, um sich das zu verdeutlichen. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, mich vorab schon für Dinge zu kritisieren, mit Kritik, die vielleicht nicht, die ich nicht mal als valide sehen würde oder die ich überhaupt nicht verstehe, sondern ich lasse sie einfach so in meinem Kopf als Kritik stehen, trampel ich ja diesen Pfad breiter. Ne? Ich gewöhne mein Gehirn daran, dass so über mich gesprochen wird. So, dass das was ist, das wichtig ist und was, worauf ich Acht geben muss. Und ich setze mich nicht damit auseinander, was passiert hier oder bin konstruktiv und fair zu mir selbst, sondern ich trampel einfach diesen Pfad runter. So. Und das war das, so das lange Intro quasi für das, was danach jetzt kommt, nämlich das Wichtigste. Ich habe für mich gemerkt, dass das zu einem Problem werden kann. So, also für mich zumindest. Mag bei anderen gar nicht so sein, wobei ich mal davon ausgehen würde, so unterschiedlich sind wahrscheinlich alle nicht, wenn es darum geht. Es gibt Dinge, die ich selber überhaupt nicht sehe. Und ich bin, weiß Gott, nicht der kritikfähigste Mensch auf der Welt, aber jetzt auch nicht völlig blind für meine eigenen Fehler. Und wenn ich Kritik über mich höre, dann nehme ich mir Zeit, setze mich hin, denke darüber nach, bevor ich die einfach so vom Tisch wische. Außer es sind halt Dinge, die sind völlig absurd oder sind sowieso irrelevant, so, keine Ahnung, ne, wie, was war, ist da ein gutes Beispiel? Ah, ich wurde irgendwann mal kritisiert dafür, ich hoffe, dass die Leute es jetzt nur hören, vielleicht mal kurz auf Videopodcast umschalten, wie ich meine Augenbrauen schneide. Die schneide ich nicht so, die sind einfach so. Das ist mir vorher nie aufgefallen, ich nie drüber nachgedacht. Als ich das erste Mal gehört habe, ich gedacht, mir doch egal, so, aber interessant. Naja, jedenfalls ist es, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich damit umgehen und ist das potenziell gerade einfach nur so eine extreme Gewohnheit meiner selbst, mich hier zu kritisieren, dass ich überhaupt nicht mehr hinterfrage, ob diese Kritik in irgendeiner Weise mir hilft. Also, wenn ich, bevor ich irgendwas anfange, mich schon dafür kritisiere, wie der Fehlschlag potenziell aussehen könnte, oder ich höre schon die Stimmen derer, die mich kritisieren, wenn das dann nichts wird, ist das dann wirklich sinnvoll, anstatt dass ich mich hingesetzt habe und die Risiken abgewogen habe. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Denn absolut können diese kritischen Stimmen einem helfen. Und ich glaube, das ist ja, ne, unser Gehirn ist ja nicht per se immer unser Feind. So, ne, unsere emotionale Welt möchte uns ja meistens helfen oder möchte uns selbst näher bringen oder uns was mitteilen. So. Und wenn ich, bevor ich was anfange, über Angst vor dem Scheitern davon habe, ist das ein super sinnvoller Mechanismus. So, und ich vergleiche das immer. Und jetzt kommt das nächste Bild. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Jetzt kommt das nächste Bild. Ich habe irgendwann, also auch da wieder für Leute, die gerade nicht gucken, ich bin stark tätowiert. Also ich glaube, für die meisten ist es keine Überraschung, aber es könnte ja so sein. Ganz interessante Erfahrung beim Tätowieren ist natürlich der Umgang mit dem Schmerz. Was dein Körper dir gerade sendet, ist nicht falsch. Also ist absolut richtig, dass dein Körper gerade Schmerz empfindet, wir werden verletzt und daraus resultiert natürlich ein Fluchtimpuls. Du möchtest das nicht, du möchtest weg. Und eine ganz, ganz tolle Tätowiererin, die ich mal hatte, hat halt gesagt, hey, ich persönlich versuche nicht, den Schmerz zu ignorieren, sondern ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, dass das, was mein Körper gerade macht, 100% richtig ist, dass die Einordnung aber Quatsch ist. Denn der Schmerz, den wir gerade fühlen, vor dem müssen wir nicht fliehen, wir müssen nicht davor wegrennen, wir müssen einfach nur so lange darauf hören, bis der Punkt kommt, an dem es zu viel ist. Bis dahin ist aber alles in Ordnung. Ist keine Panik angebracht, ist völlig unnötig und was dein Körper ja von dir möchte, ist super sinnvoll, die Reaktion darauf aber per se vielleicht ein bisschen überzogen. Und ich glaube, so ähnlich kann man mit dem Hilfsgehalt von solcher Kritik umgehen. Indem man sich nämlich anschaut, was sagt diese Stimme mir eigentlich und was steckt da potenziell dahinter? Wenn ich, bevor ich meinen Keksstand unten an der Straße eröffne, schon darüber nachdenke, was ist, wenn es regnet und was ist, wenn der Keksstand dann nichts wird oder wenn jemand kommt und sagt, hey, ich bin allergisch gegen bestimmte Dinge, sind die in den Keksen, dann sind das total legitime Punkte. Und auf all diese Punkte gibt es ja Antworten, ne? Gegen den Regen baue ich mir ein Dach drüber, so. Gegen die Inhaltsstoffe hilft natürlich eine Inhaltsstoffeliste und das dritte habe ich vergessen, das Beispiel, deswegen ist egal. Aber all diese Punkte sind ja total legitim.
aber dass die Angst mich dann nur lähmt oder ich mich dann nur hinsetze und denke, ja, dann kann ich das sowieso nicht, Kriegsstand, das schaffe ich doch alles nicht, so, ist das so richtig sinnvoll? Denn was diese Angst oder was dieser Kritiker in unserem Kopf in dem Fall ja tut, ist so ein bisschen der Versuch, uns zu schützen, ne? Uns vor Fehlschlägen zu schützen, uns vor potenziell Schmerz zu schützen, Dinge, die uns per se nicht gefallen könnten. Und leider ist es manchmal so, und das ist auch ein Thema, das wir schon mal hatten, dass unser Körper Veränderung nicht mag oder unser Kopf Veränderung einfach nicht mag und dann negativ auf Veränderung reagiert. Und das ist ja was, dass wir, und da kommen wir wieder zu dem Wald zurück, und jetzt fügt sich das alles so langsam zusammen, wenn wir uns immer beigebracht haben, dass Veränderung negativ ist und unser Weg, auf den wir immer, wenn da ein Wegschild mit Veränderung steht, nehmen wir immer den Pfad der Negativität und der Angst, dann ist es natürlich was, das per se nicht zwangsläufig immer schlecht sein muss, aber es ist was, das wir über die Zeit natürlich auch so gelernt haben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, nochmal drüber nachzudenken, macht das so gerade Sinn? Denn wenn ich zum Beispiel an einen Punkt in meinem Leben komme, wo ich solche Angst vor Veränderung habe, dass selbst positive Veränderung nicht mehr stattfinden kann, oder wo ich mich so stark in die Kritik nehme, um mich vor Veränderung zu schützen, nämlich indem ich mir zum Beispiel einrede, ja, ich bin sowieso doof, keiner will mit mir zusammen sein, weil ich in Wirklichkeit wahrscheinlich Angst vor Zurückweisung habe, vor Veränderung oder irgendwas anderem, dann ist das ein gutes Beispiel dafür, darüber nachzudenken, was will mir diese Stimme eigentlich sagen? Anstatt mich hinzusetzen und mich minderwertig zu fühlen und zu glauben, dass diese Stimme recht hat, ist es vielleicht einfach der Mechanismus, den ich meinem Kopf selber beigebracht habe, wie man mich davon abhält, dass Dinge sich verändern oder dass Risiken eingegangen werden, vor denen ich Angst habe. Ne? Also es ist so, ich habe hier Veränderung und Schutz aufgeschrieben. Das ist ein Mechanismus, der uns schützen will. Das Problem ist, dass das einfach zu viel sein kann. Und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, hey, ist legitim, finde ich, ne, was die Stimme in meinem Kopf da gerade sagt, das passt schon. Cool, in den meisten Fällen sind wir doch aber mit uns selbst einfach kritischer, als nötig ist. Einfach auch, weil wir uns das ja so beibringen. Und ich glaube, und das ist so der wichtigste, beziehungsweise der Gedanke, zu dem das jetzt alles hinführt, nämlich, man kann ja daran wachsen, wenn man dann in der Lage ist zu differenzieren, was ist schlichtweg toxisch. Und das fällt mir auch nicht immer ganz leicht. Gerade wenn man, und jetzt nehme ich mal wieder das Beispiel mit romantischer Beziehung, in der Zeit, in der ich auf Dating-Apps war, ist so, ich glaube, das, was viele Frauen erleben, dass Männer, wenn Männer mit Zurückweisung nicht umgehen können, dass sie dann beleidigend werden oder sonst was sagen, das gibt's auf der anderen Seite, zumindest hatte ich das mit Frauen genauso. Und ein sehr, sehr häufiger Vorwurf ist ein Vorwurf, der mich am Anfang immer sehr getroffen hat. Der war immer, ja, du bist sowieso ein völlig narzisstischer, selbstverliebter Typ. Und am Anfang, das habe ich das erste Mal, glaube ich, von jemandem gehört, mit dem hatte ich mich auch wirklich unterhalten. Und vielleicht, ne, dachte ich damals, ist da was dran. Habe ich darüber nachgedacht und das tat mir voll weh, weil ich halt dachte, oh Mann, voll schlimm, weil das ist ja einfach auch oft eine Begleiterscheinung meines Jobs, ne, dass man so potenziell einfach ein bisschen narzisstisch wird, sich selber für wichtiger hält, als man eben ist. Und bestimmt ist das in einem gewissen Maße bei mir so. Ne? Es ist ja einfach auch so ein bisschen ein Schutzschild, den man sich aufbaut. Und das ist nicht gesund, aber es ist halt was, das ich zumindest, mit dem ich den Umgang weiß. Über die Zeit ist das aber immer häufiger gesagt worden von Leuten, mit denen habe ich mich überhaupt nicht unterhalten. Also, oder wir haben uns nur nett unterhalten. Wir haben überhaupt nicht über mich geredet. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass die Person das beurteilen kann. In der Sekunde, als ich aber gesagt habe, du, ich habe jemand anderen kennengelernt, ich möchte darum keine Unterhaltung hier weiterführen, ich möchte mich darauf konzentrieren, wurde sofort gesagt, ja, das ist, weil du so ein narzisstisches Arschloch bist und geblockt. Und ich dachte, das weißt du doch überhaupt nicht. Also, kann schon sein, aber das hättest du deutlich später rausgefunden. So, und das ist was, wo ich dann jetzt auch, als ich über dieses Video nachgedacht habe und die Vorbereitung auf dieses Video drüber nachgedacht habe, spannend, dass erst dieser Beweis mir geholfen hat zu erkennen, Moment mal, das ist eigentlich einfach nur toxische Kritik. Die hat nur gegriffen, weil ich ohnehin eine Angst davor habe, einfach ein Arsch zu sein. So, ich habe Angst davor, dass mir Menschen irgendwann egal sein könnten, dass ich nicht mehr genug erkenne, was wichtig ist im Leben und nicht verstehe, dass eigentlich ja nur zählt, wie es den Menschen um mich herum geht und was ich den Menschen mitgebe, für die ich Content mache oder mit denen ich arbeite und nicht so richtig, ne? Also, dass die meisten anderen Dinge doch relativ nebensächlich sind, so. Naja, und das ist so ein Beispiel für, da war für mich leider wenig Wachstum zu holen. Also, das hat zufällig einen Punkt getroffen, über den ich ohnehin schon nachgedacht habe, über den vielleicht viele auch nachdenken, keine Ahnung. Gute Frage, habe ich vor Jahren mal ein Video gemacht, in dem ich darüber geredet habe, dass ich Angst davor habe, ein Arschloch zu sein, so. Müsste ich eigentlich mal in die Kommentare gucken. Guter Punkt. Naja, jedenfalls gibt es aber natürlich eine Menge Stimmen, die potenziell eben Wachstum auch geben können. Und irgendwann
war zum Beispiel mal in der ganz langen Geschichte, wie ich so an einem Videospiel mitarbeiten durfte, kam natürlich irgendwann mal das Thema Krypto auf. Ne? Es war natürlich so ein Ding. Und ich habe das mir damals alles so durchgelesen, habe gedacht, naja, ist schon kacke, aber ist jetzt auch nicht der Teufel. So dachte ich damals. So, und dann habe ich zum Beispiel viel darüber nachgedacht, was würden denn Leute sagen? Und dann ist mir vorgekommen, ja, würden alle Scheiße finden. Und es war halt ganz gut, weil mich das dazu eingeladen hat, mich natürlich doch mal in der Bubble des Internets umzusehen, in der das alles kritischer gesehen wird und eben zu erkennen, Moment mal, da ist schon auch was dran. Ne? Also war, auch wenn die Kritik erstmal so, ne, war irgendeine kritische Stimme in meinem Kopf, die viel zu harsch war, dachte ich, naja, zumindest mal drüber nachdenken schadet jetzt nichts, warum Leute das eventuell sagen können oder vor allem, warum die Stimme in meinem Kopf das sagt, ne, die in dem Fall ja diese imaginäre Person ist. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an dem ganzen Spaß. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hätte man auch gleich denken können. Nee, denn für mich kam die wichtige Erkenntnis daraus. Und das hätte ich natürlich vor 20 Minuten dieses Videos eigentlich auch schon erkennen können. Die Stimme in meinem Kopf bin ich. Und auch wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand anderes im Internet diese Stimme ist und ich die ein bisschen trainiert habe darauf, Dinge zu sagen, so als würden die klingen, als würde irgendwer, den ich nicht kenne, die sagen, bin das ich. Ich bin diese Stimme. Die Informationen davon, die habe ich mir nicht, die sind nicht magisch erschienen, sondern die habe ich erschaffen, diese Gedanken. Und es mag sein, dass ich den Ursprung nicht verstehe oder dass der Ursprung außerhalb ist oder sonst wer kommt, aber das sind meine Gedanken. Ich bin mein Kritiker, auch in dem Fall, egal ob das beruflich oder privat in meinem Fall ist. Und die Vermischung davon hat mir sehr geholfen, besser zu verstehen, dass es absolut Sinn macht, sich all diese kritischen Stimmen mal anzuhören, darüber nachzudenken, was da dran ist, was die von mir wollen, also was eigentlich Sinn dieser Kritik ist, oder ob das rein toxische Gedanken sind, die irgendjemand anders oder irgendwie meine Umwelt mir zugeworfen hat und ich habe die einfach nur dankend angenommen, weil ich ohnehin eine Grundangst davor hatte. Und das ist ja super wichtig, weil ich mich mit diesen Grundängsten oder mit diesen Grundbefürchtungen selber auseinandersetzen kann, mit diesen kritischen Stimmen aber ja nur so bedingt, wenn ich die einfach nur so auf mich einprallen lasse. Und da habe ich als letzten Satz aufgeschrieben, will ich der Mensch sein, den der Kritiker in meinem Kopf formt? Und ich glaube, das ist für mich über die Jahre die beste Faustformel geworden. Wenn ich Kritik höre und jemand was über mich sagt oder wenn ich über mich selber was sage, vor allem diese kritische Stimme in meinem Kopf, dann sollte ich doch darüber nachdenken, wenn ich verstanden habe, was diese Stimme eigentlich versucht, möchte ich das Resultat? Wenn diese Stimme mir einredet, dass ich, keine Ahnung, keine Süßigkeiten mehr essen sollte, sondern jeden Tag 2 Stunden Sport machen, damit ich ein Sixpack habe, sollte ich darüber nachdenken, ist mir das so wichtig? Mag sein, dass die Antwort dann ja ist, aber dann warum? Warum ist das wichtig? Möchte ich gesund sein? Super nachvollziehbar, weil ich einfach gerne meinen Alltag so und so verbringe. Oder möchte ich irgendwie, dass Leute mich anschauen und toll finden, was Eitelkeit wäre, was ja okay wäre? Ich sollte nur verstehen, warum ich bestimmte Dinge mache. Will ich wirklich der Mensch sein, den dieser Kritiker oder diese kritische Stimme in meinem Kopf formen könnte? Oder formen möchte, Entschuldigung. Und das ist, glaube ich, so das, was ich auch als große Frage hinter dem Ganzen sehe. Wann immer ich mich selbst in die Kritik nehme, wann immer ich diesen Stimmen Gehör schenke, oder diesen Stimmen ist ja auch, ne, ich habe keine Stimme im Kopf, hätte ich vielleicht eher mal sagen sollen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Kritische Stimmen ist ja so ein Ausdruck im Deutschen. Sollte ich darüber nachdenken, warum höre ich denen zu? Was möchten die von mir? Und wenn die das möchten, ist das was, das ich auch möchte? Oder ist das was, das an mich herangetragen wurde? Und das hilft mir sehr, sehr gut dabei, toxische, rein destruktive von konstruktiver Kritik zu unterscheiden und auch die Nuancen dazwischen. Es ist nicht alles dummer Hate, was auf einen einprasselt, auch im eigenen Kopf, aber es ist eben auch nicht alles Gold, was man so über sich selber sagt. Manchmal wurde einem beigebracht, wie man über sich denken sollte, das heißt aber auch nicht, dass man der Mensch sein will, den jemand anders aus einem machen wollte. Und das ist, glaube ich, so das, womit ich euch gerne da lassen würde, nämlich erstens die Frage, geht es euch ähnlich? Also ist das bei euch so, dass diese Stimmen oder dieser Kritiker, diese Kritikerin in eurem Kopf eine Stimme ist, dass ihr formen könnt, was da eigentlich gedacht wird? Seid ihr das selbst? Ist das jemand anderes? Habt ihr da überhaupt schon mal drüber nachgedacht? Wie sieht das bei euch aus? Ist das auch getrennt vielleicht nach irgendwie, was sind die Erwartungshaltungen? Weil zum Beispiel an mich beruflich und privat ja unterschiedliche Erwartungshaltungen da sind, auch weil ich das so trenne. Das wäre für mich super interessant. Und natürlich der Appell, dass wenn, und das habe ich glaube ich in den letzten Videos fast so ein bisschen versäumt, wenn ihr diese Videos hört oder wenn ihr diese Podcasts hört, dann sollte es nie so sein, dass ihr danach da sitzt und denkt, oh Mann, ich bin nicht gut genug. Sondern das ist weder meine Intention, noch ist das was, das ich für gut halte, sondern dann solltet ihr ganz dringend einfach euch damit auseinandersetzen, wie kann ich potenziell
glücklicher mit mir sein oder einfach mich wohler damit fühlen, wer ich bin. Und in manchen Fällen mag das sein, dass man einfach mal mit jemandem drüber spricht. Das mag privat sein, das mag die Telefonseelsorge zum Beispiel sein, also tolle Anlaufstelle, wenn man einfach mal mit jemandem reden möchte. Das mag aber auch einfach eine Therapie sein. Und mir ist absolut bewusst, dass all diese Wege nicht leicht sind, aber einer der wichtigsten Dinge ist ja zu erkennen, dass beim irgendwas nicht so ist, wie man es gerne haben will. Und das muss nicht immer durch eine kritische Stimme im Kopf sein, sondern das kann auch einfach mal sein, weil man sich gerne gern hat und sich einen guten Vorschlag macht. Und der gute Vorschlag ist, du, ich gehe natürlich mal mit jemandem reden darüber und natürlich möchte ich einfach der Mensch sein, der mich selbst am glücklichsten macht und die Menschen um mich herum und nicht der, den irgendeine imaginäre kritische Stimme in meinem Kopf vielleicht erschaffen möchte, ohne zu wissen, ob mich das glücklich macht. Ja, schöne abschließende Worte, Hauke. Danke, Hauke. Um mal mit was Positivem aufzuhören, dann lasst mir sehr, sehr gerne eine Subscription da, wenn ihr gerade auf Spotify oder YouTube zuhört, wenn ihr irgendwo anders in den Genuss dieses Videos kommt, was ich glaube ich nicht für möglich halte, ich glaube, es sind die einzigen beiden Kanäle, auf denen ich es ausspiele, dann würde ich mich trotzdem natürlich sehr freuen. Danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr so regelmäßig zuhört. Ich hatte schon angekündigt, über die Weihnachtstage kann es sein, dass mal kürzere Folgen kommen oder so, oder ich so ein bisschen den Content vorproduziere, denn ich werde über die Weihnachtstage natürlich mich so ein bisschen auf meine Familie und Menschen in meinem Umfeld konzentrieren, denn ich fahre nach Deutschland zurück, beziehungsweise also flieg, fahren wäre geil. Das wird ganz, ganz schön. Wir hören ganz, ganz bald voneinander. Dann, ich gebe in der nächsten Folge, glaube ich, endlich mal bekannt, wie lang die erste Staffel eigentlich wird. Ich habe mir heute überlegt, dass Sonntagsgedanken ein Staffelding sein sollte. Das würde mich sehr freuen, weil mir das sehr hilft, so ein bisschen einzuordnen. Und dann irgendwann ist so eine erste Staffel zu Ende und dann kann man sich so ein Ziel für die zweite Staffel stecken. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal und tschüss.